So. Wir hatten ja hier einiges zu tun. Und zwar einige Wanted. Und neue Fähigkeiten, die können uns nämlich. Neue Fähigkeiten können uns auf jeden Fall noch bei. Nützlich sein für den Marineford Arc. Hey Sanji, sind das nicht die super scharfen Wirtspiraten? Wir haben die Mistkerle gefunden. Du da. Hohoho, du bist der Koch der Strohhutpiraten. Dein Ruf als guter Koch eilt dir voraus. Oh, selbst ein wertloser Idiot wie du hat von meinem Können gehört. Es ist mir eine Ehre. Ich konnte deine Arbeit jetzt begutachten und möchte etwas vorschlagen. Möchtest du mein persönlicher Koch sein? Ich suche schon lange einen. Niemals, Sanji ist unser Koch. Er wird niemals dein persönlicher Koch. Egal, was mein Captain sagt, ich weigere mich, dein Koch zu sein. Für dich soll ich dann nur den lieben langen Tag scharfes Essen kochen? Wie soll ich mich da wohlfühlen? Die Verhandlungen sind also gescheitert. Das ist auch egal. Gib einfach die Gewürze zurück, die du vom Händlerschiff geklaut hast. Ha, so einer Forderung würde ich niemals nachkommen. Wenn du sie willst, dann komm und hol sie doch. Na gut, wenn es sein muss. Ich rette dir eine rein. Für die Köche, von denen du gestohlen hast, mach dich auf was gefasst. Tja, was für ein lebhafter Koch. Halte die Gewürze bereit, ihr dreckigen Seehunde. Gleich geht es hier gepfeffert zur Sache. Jawohl! Dürfte eigentlich nicht lange gehen, weil wir sind für diese Kämpfe noch ziemlich krass. Oh. Ich würde aber mal die Kampfcrew wechseln, mal. Reicht ein normaler Angriff von ihr? Um einen zu erledigen? Jupp. Okay, von ihm nicht. Lady ga matte ru tte iu no ni mattaku yabo na yatsura da ze. Kotai da. Hissatsu de hirotori mashi. Die leben noch! Was ist los, Mister? Jetzt nehmen wir so. So, Chicke. So, Kodoki. Ich kann eh nach Kirma denn. Ich muss ihre SP auffüllen. Alter, die kriegt ordentlich SP, wenn sie angreift mittlerweile. Ein Angriff, der viel anregender ist als mein Pfefferstreuer. Das war wohl etwas zu gepfeffert. Jetzt müssen wir alle Gewürze zurückholen, die sie gestohlen haben. Okay, jetzt kann Sanji uns wieder etwas mit Fleisch kochen. Ich bin erleichtert und merke, dass ich Hunger habe. Sanji, Fleisch. Warte noch kurz. Erst müssen wir diese Typen ausrufen. Wenn das erledigt ist, mache ich ein besonderes Fleischgericht mit vielen Gewürzen. Wie viele Kopfgelder haben wir denn noch?
Besiege 7 Kopfgeldziele in Water 7. Das heißt, es gibt noch viel, weitaus mehr. Ja, die 5, die 6, dann gibt es noch einen 7. irgendwo. Ich sehe hier nur einen. Kümmern wir uns erstmal um das Kopfgeld. Ist das da drüben nicht die tanzende Krähe? Da hast du recht. Ach du meine Güte, das sind die Strohpiraten. Auf euch habe ich schon gewartet. Nee. Was meinst du damit? Ist doch egal, ich will nur eines. Und jetzt lass das freundliche kleine Rentier sehen. Kleine Rentier? Oh, du meinst mich? Ja, du armes kleines Rentier. Ich werde dich aus den Klauen dieser brutalen wilden Piraten befreien. Hey, Chopper. Weißt du wirklich nicht, wer diese Typen sind? Ich frage mich gerade, ob ich denen mal begegnet bin. Macht euch bereit, Strohhutpiraten! Das Rentierrettungskommando der Tanzpiraten wird euch bestrafen. Keine Ahnung, was vor sich geht, aber holen wir sie uns, Leute. Kann ich gut nutzen, um meine Sachen wieder aufzufüllen. Ach, natürlich ist das eine Frau. An sowas denke ich nicht. Nicht mehr tanzen. Wir wollten uns doch nur beim Rentier für das revanchieren, was er für das Königreich drum getan hat. Ihr wolltet euch revanchieren? Anscheinend erinnerst du dich nicht, kleines Rentier. Eine Lawine hat mich erwischt und ich bin fast gestorben. Du hast mich gerettet. Ich war endlich geheilt und wollte mich bedanken, aber du warst schon ein Pirat. Ach, ich habe dich mal behandelt? Ich hätte erwartet, dass du dich erinnerst. Das überrascht mich. Ich fand es unglaublich, dass so ein freundliches Rentier Pirat wird. Daher, du hast dir Sorgen gemacht, weil ich Pirat geworden bin? Schön, dass du dir Sorgen machst, aber ich bin freiwillig zu den Strohpiraten gegangen. Und deshalb mach dir keine Sorgen, mir geht's gut. Wenn du das sagst, kleines Rentier, dann verstehe ich es. Möchtest du vielleicht unserer Piratenbande beitreten? Niemals! Oh, so eine schnelle Antwort. Du bist sehr offen, Rentier. Ein Problem weniger.
Beim Doc. ねえ、勝手にこんな上まで上がってきてよかったの？へへ、平気平気。Da sind diese idiotischen Brüder. Sind ziemlich gut versteckt. Oh, die Galera-Schiffszimmermänner sind da. Hm. Seid ihr nicht die Strohpiraten? Wir haben sie endlich gefunden, großer Bruder. Stimmt, kleiner Bruder. Wir haben zwar vorher nicht aufgepasst, aber jetzt ist unser Kopfgeld viel höher. Jetzt dürfen wir nicht verlieren. Stimmt, stimmt. Auf dich ist jetzt die unglaubliche Summe von 5 Millionen Berry ausgesetzt. Ja, ja, Glückwunsch zu weiteren 2 Millionen Berry. Sieh mal, großer Bruder, die Frau da seufzt schon ganz niedergeschlagen. Haha, stimmt, kleiner Bruder. Sie hat richtig Angst vor meinen 5 Millionen Berry. Selbst Nami hat mehr. Könnt ihr endlich mal still sein? Oh Mann, kommt schon. Ich nehm's mit euch Idioten auf. Hehehe, wie aufregend, wie aufregend. Das ist mein 5 Millionen Berry schwerer großer Bruder. Hahaha, komm schon, kleiner Bruder. Zeigen wir ihnen den Schrecken von 5 Millionen. Nami, wärst du so freundlich. Sandalen Skrippo! Danke. Zannen deshita. Mezasu wa kiseki. Yatta! Wir geben auf. Ihr seid wirklich stark. Sogar noch stärker als 5 Millionen Berry. Ja, stimmt, kleiner Bruder, wir haben uns heute fangen lassen. Wir sind aber noch nicht fertig. Wir werden dafür sorgen, dass unser Kopfgeld erhöht wird und Rache nehmen. Hey, könnte es sein, dass... Ja, wir werden die Steckbriefe dieser Typen bestimmt irgendwo wiedersehen. Das ist nicht ein Marineschiff? War das vorher auch schon hier? Keine Ahnung, aber das ist die größte Werft der Welt. Da ist es nicht verwunderlich, auch mal ein Marineschiff zu sehen. Da fällt mir ein, dass Corby letztes Mal auf einem Flachschiff kam, was er jetzt wohl macht. Ich wünschte mir ja mal, wenn schon One Piece so eine Originalstory bekommt in einem Spiel, dass es mal eine gute Originalstory ist. World Seeker hat eigentlich eine gute, interessante. Story gehabt. Aber gefühlt haben sie auch nur aus dem One Piece Universum geklaut. Viele Szenen man einfach schon kannte man irgendwie. Machen wir zuerst den da unten.
Ah, vielleicht bekommen wir ja noch einen Steckbrief. Gucken wir mal nach. Einen müsste es ja noch geben, mindestens. Mindestens, ne? Erste Kopfgeld ist da oben. Guck mal, Shopper, da ist Dwenga. Stimmt. Was wollt ihr denn? Mich besuchen? Okay, dann fangen wir mal mit dem Heilen an. Lass mich zuerst mit dir reden, Kleine. Hanlo? Wie bitte? Was zum Donner hast du Tsunami gesagt? Und jetzt zu dir, du Waschbär. Hör zu. Was zum Henker hast du gerade gesagt? Ganz ruhig, Shopper. Und du auch, Langnase. Zum Teufel mit dir! Ist das dein Trick? Ja, Wut. Wut macht den Körper stärker. Wut besiegt Krankheiten. Immer mit der Ruhe, Leute. Du scheinst eher der ruhige Typ zu sein. Ich werde dich behandeln. Ich will dich nicht ins Jenseits befördern. So habe ich Robin ja noch nie erlebt. Du Alonki hast Nami und jetzt Robin. Werde wütend. Das ist meine Behandlung. Das soll eine Behandlung sein, Leute wütend zu machen? Was hast du gesagt? Komm meiner Behandlung nicht in die Quere. Ich will wissen, was er zu denen gesagt hat. Welchen Knopf muss man drücken, damit Robin sauer wird und jemand umbringen will? Gummo Gummo No! Jetto Gatlinge! Bitte was? Der hat Nami one-hit-shottet.
そっちか。竜巻。俺に任せろ。俺のこの。よっしゃ。よーし。俺は勇敢なる海の。Und man auch Würfelfragmente durch solche Kämpfe? Also Steckbriefe, weil ich habe gerade einen Chopper Würfelfragment bekommen, ich habe gesehen. Ich bin noch nicht fertig. Denk an diese Wut. Die Wut, die du gespürt hast, als König Marpol dich gejagt hat. Marpol? Du bist aus Drum? Ja, ich war Arzt im Palast, aber dann war... Verband. Warum legst du dann jetzt die Leute rein? Du warst doch ein richtiger Arzt im Palast, oder? Stimmt. Was für eine maskenskelle Behandlung? Das ist einfach nur schlechter Geschmack. Aber als ich dachte, ich würde sterben, nachdem ich an irgendeiner unbekannten Insel angespült worden war, hat mein Zorn meine Krankheit wirklich besiegt. Ich sage die Wahrheit. Das ist der Grund? Verstehe. Du hast recht. Schritt eines... eins besteht darin, sich in die Lage des Patienten zu versetzen. Jetzt weiß ich es wieder. Wird er wirklich wieder ein normaler Arzt? Er holt uns aber trotzdem sein Kopfgeld. Ja, natürlich. Wutenergie ist ziemlich furchteinflößend. Ich will wissen, was er gesagt hat. Er hat Robin wütend gemacht. Eine der gelassensten Charaktere in One Piece hier. Obwohl, wenn es um ihre Freunde geht, kann sie auch manchmal zu einer Bestie werden. Warte mal, haben wir noch eine Nebenmission? Tatsache, wir haben noch Ärger in der Taverne. Habe ich das nicht letztens erledigt? Nee, sieht nicht so aus. Ich habe vielleicht vergessen zu speichern. Wassermais. Wir sind zur Straßengabelung bei der Brücke gegangen. Wir waren zu dritt, also müsstet ihr sie schnell finden. Das lief hier reibungslos. Wir haben noch nie so saftigen Mais gegessen. Das Zeug macht bestimmt richtig. Also seid ihr die den Wassermais gestohlen haben? Und wenn wir die wären? Wir brauchen den Wassermais. Würdet ihr ihn uns geben? Auf keinen Fall. Wenn ihr ihn unbedingt haben wollt, dann holt ihn euch doch. Wie ihr meint. Das ist für uns auch leichter, als mit euch zu diskutieren. Schnappt sie euch, Leute!
Sofort Nami-Lei! Gib mir meinen Wassermalz zurück! Mina! Ippenni ikuzo! Gumo Gumo no! Machen wir mal wieder die Gärtle. Kyo Sekando! Gumo Gumo no! Jetto Gathering! Und? Gibst du uns jetzt den Wassermeister zurück oder nicht? Was mache ich? Hier, bitte nehmt ihn. Gut, danke. Ja, boah, ich will auch welche. Nein? Wir gehen und bringen ihn dem Bürgermeister. Das ist das Kopfgeldspiel Jillian. Du, endlich habe ich dich gefunden, Monkey D. Ruffy. Wer bist du? Sag bloß nicht, du hast vergessen. Du hast mich am Korbo fast zu Tode geprügelt. Ich wusste, dass das deine Schuld. Der Korpo liegt im Königreich Goa, richtig? Ja, Ace, Sabo und ich waren da. An den Typen erinnere ich mich aber nicht. Was? Ich habe mich über unbekannte Meere gewagt, um eine Piratenbande zu gründen und dich zu vernichten. Ich erinnere mich trotzdem nicht an dich. Also wenn es mit Sabo und Ace zu tun hat, dann wurde er ja verprügelt von Kindern. Und will deswegen Rache üben, weil Kinder ihn verprügelt haben. Du Mistkerl! Ich bin Jillian, der Anführer der neuen Banditen. Diesen Namen wirst du nicht nochmal vergessen. Dann brauche ich aber auch einen Shopper, der unsere Nami-Line mal eben so ein bisschen heilen kann. Chopper! Heilung! Kore de genki ni naru zo! Arigato! Das muss er gleich nochmal machen. Anta tachi nanka oyobi janai no yo!
の出番か。行くぞ。二刀流、いよい。羅生門。私の番ね。Okay, wir machen das ziemlich harmlos mal im Thunderbolt Tempo. Thunderbolt Tempo. Mazuiぞ. Ima ga chance da.これで元気になるぞ。ありがとう、チョッ。おう。まずいぞ。この程度の毒。行くぞ。ま、いい調子だ。Ich kann dich nicht besiegen, obwohl ich so weit gekommen bin. Verdammt! Ich bin doch der Anführer dieser Banditen. Du hast doch aber das Meer überquert, also bist du eher ein Pirat, kein Bandit. Du hast recht. Irgendwann habe ich wohl mein Banditendasein hinter mir gelassen und bin Pirat geworden. Du bist eigentlich ziemlich lustig.Hier ist dann der letzte. Oder kommen wieder neue Steckbriefe, wenn wir hier. Wenn wir hier fertig sind.Hey, sind das da drüben nicht die Opernpiraten? Ja, sieht aus, als wären sie alle da. Lalalala, wer seid ihr? Sarata. Oh, verstehe, ihr seid Fans von mir. Nein, das haben wir nicht gesagt. Ja, ja, du hast ja recht. Kein Grund, sich zu schämen. Ihr wollt exklusive Ware von mir, nicht wahr? Gut, gut, ich werde euch ausnahmsweise ein edelsteinbesetztes Abzeichen verkaufen. Oh, die Abzeichen sind schon irgendwie cool. Darf ich mir eins als Mitbringsel kaufen, Nami? Natürlich nicht. Ein Mitbringsel wovon? Wenn sie umsonst wären, könnte ich es ja verstehen, aber wir für eins bezahlen? Das ist nicht das Problem. Außerdem könnte dieses Abzeichen dafür gesorgt haben, dass alles aus dem Ruder läuft. Wenn ihr nicht wegen meiner Abzeichen hier seid, warum dann? Auf dich ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Jetzt lass dich fesseln. Aber Nami! Keine Fesselspielchen hier. Nani? Ach ja? Ich glaube, wenn ihr
mich einmal auf der Bühne gesehen habt, werdet ihr auch Fans. Also. La 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 la. Okay, sind alle bereit? 1, 2, 1, 2, komm mal, dann Lazarus, wir sind jederzeit zum Tanzen bereit. 1, 2, 1, 2, wenn uns jemand im Weg steht, tanzen, singen und vertreiben ihn. Vorsicht, vielleicht sind es gar nicht die Abzeichen, vielleicht werden die Leute auch vom Singen und Tanzen einer Gehirnwäsche unterzogen. Nami, leg los. Die ist einfach so krass stark. Ruffy darf jetzt auch mal ein bisschen übertreiben. Bams. Lalalala, ach, das bringt nichts, meine Stimme. Anscheinend werde ich nicht an die legendäre Rumba-Piratenbande heranreichen. Die Rumba-Piratenbande? Das ist die Bande, bei der Brook der Vizekapitän war. Oh, ihr kennt die Rumba-Piratenbande also? Wir kommen aus dem West Blue. Früher haben wir uns immer die Geschichten eines alten Musikliebhabers angehört. Wir wollen so sein wie sie, daher haben wir Sachen verkauft, um Geld zu verdienen und in See zu stechen. Das waren also Fans von Brook. Ob er sich wohl freuen würde, das zu hören? Er würde sich bestimmt freuen, Fans zu haben. Aber dass wir sie gefangen genommen haben, würde die Sache wohl verkomplizieren. Oh, dann sagen wir es ihm lieber nicht. Wie sich herausstellt hat, hatten die Abzeichen, Tanz und Gesang keine seltsame Auswirkung. Das Publikum hat also das Theater zerstört, weil es total begeistert war. Trotzdem ein ganz schön ungehobelter Haufen. Ich finde immer noch die Gebühren so krass. Gucken wir noch mal nach, ob es weitere Steckbriefe gibt oder ob es das war. Es gibt noch den Jesus Giftport neu. Ich finde aber, da haben sie auch wieder so übertrieben bei Big Mom mit ihren 39 Kindern. War die dauerschwanger? Sind die beim Mittagessen einfach rausgeploppt? Oh, schon wieder ein. Check it out.
Oder man stellt sich so vor, Big Mom will einkaufen gehen, auf einmal kommt sie mit drei Kindern zurück. Was ist denn da los? Das ist unser Kopfgeldziel. Süßes Gift Portnoy. Sanji, was sollen wir jetzt tun? Wer seid ihr denn? Wir sind nur ein paar vorbeiziehende Kopfgeldjäger. Wir sind wegen des Geldes hier, das auf deinen Kopf ausgesetzt ist. Und um die Rezepte zurückzuholen, die du vom Süßwarenladen geklaut hast. Mensch, wie unverfroren. Wenn du hinter meinem Rezept her bist, bist du sicherlich auch Konditor. Ihr seid sehr engstirnig. Wenn ihr die Rezepte anderer stehlen und als euer eigene ausgeben würdet, wollt. Das sagt der Richtige. Stattdessen klaue ich deine Rezepte und präsentiere sie ihrer Ladyschaft. Du solltest dich geehrt fühlen. Was? Du machst das alles nur für Big Mom? Ja, ich mache das alles allein. So zeige ich ihrer Ladyschaft meine Zuneigung und meinen Respekt. Ich werde dank all der Dessertrezepte, die ich auf meinen Reisen durch die Welt gesammelt habe, die ultimative Süßspeisen für meine Schwiegermutter zaubern. Ach, ich bin doch ein toller Schwiegersohn. Wenn du meinst, deine Süßwarenläden, die du in den Bankrott getrieben hast, hat es bestimmt nicht so gut gefallen. davon weiß ich nichts. Jetzt weiß ich Bescheid, du bist nur Abschaum, du verdienst die Bezeichnung Koch gar nicht. Abschaum wie du, der andere Leute Kocherrungenschaften mit Füßen tritt, ist wirklich unterste Schublade. Willst du damit sagen, du willst gegen mich kämpfen? Gut, kämpfen wir. Ich bin der Schwiegersohn von Big Mom. Ich bin nicht so süß, wie du vielleicht... Nein, du bist eher ein Fass. Und wie immer passen die Gesichter. Also da muss ich sagen, das finde ich irgendwie richtig dumm gemacht eigentlich. Die Gesichter von den Gegnern in diesem Kampfbildschirm da, ne? Die passt nicht zu denen! Da weiß man ja meist nie, wer von denen ist wer. Na, wir brauchen nur draufkloppen. Meine Zuneigung zu ihrer Ladyschaft sollte stärker als alles andere sein. Jeder kann Rezepte von anderen klauen. Als du es aufgegeben hast, selbst Rezepte zu entwickeln, war deine Zuneigung nichts mehr wert. Das klingt schlüssig.
Jetzt müssen wir diesen Typen nur noch aushebeln. Ich glaube aber nicht, dass wir die Rezepte, die er Big Mom schon gegeben hat, zurückbekommen. Ja, da werde ich sauer. Wir müssen alle seine Opfer das einfach so hinnehmen. Keine Sorge, Nami. Wenn sie einen Koch haben, bringen sie ihr Geschäft schon wieder auf die Beine. Küche wissen auch ohne Rezept, wie man Essen zubereitet. Daher bin ich mir sicher, dass der Meisterbäcker einer berühmten Konditorei gleichen Backwaren wieder zaubern kann. Verstehe, wenn sich Konditoren also an den Geschmack erinnern, leben Süßwaren immer weiter. Die Läden, die pleite sind, blühen sicherlich auch wieder auf. Viele Leute lieben schließlich gute Backwaren. Waren das jetzt alle?